Warum sich Männer nicht in nette Frauen, sondern in Bitches verlieben? Ich habe mir dieses Buch hier bestellt, damit ihr es nicht machen müsst, und ich werde euch alles erzählen, was da drin steht. Wenn wir in diesem Format hier über die Bitch sprechen werden, geht es übrigens nicht um die herkömmliche Bedeutung, sondern das soll einfach so eine sehr starke Frau ausdrücken. Das Schlimmste, was man machen kann, wenn man irgendeinen Typen kennenlernt, ist in der Kennenlernphase ihm das Gefühl zu geben, meine ganze Welt dreht sich um dich. Er war zum Beispiel gerade mit Freunden draußen und dann ist er so um 22 Uhr, hey, ich hätte jetzt auch noch Zeit, ich könnte ja zu dir vorbeikommen. Das Mädchen, das viel zu nett ist, ist in dieser Situation dann so, oh mein Gott, ey, wir müssen mit mir machen, ja, bitte komm vorbei. Und ich mach dir auch noch Essen und ich koch dir was und blablabla. Auch wenn sie eigentlich gerade gar nicht in den Zeitplan passt, sie ist, oh mein Gott, ich schmeiß alles um, nur für dich. Die Bitch in dieser Situation erkennt aber, er nimmt sich gerade nicht wirklich Zeit für mich, sondern er ist einfach so, ja, ich habe jetzt was mit meinen Freunden gemacht, ich könnte ja auch jetzt zu der. Und selbst wenn sie ihn unbedingt sehen will, sagt sie, nee, sorry, ich bin heute Abend beschäftigt, wir können uns ja wann anders treffen. Dadurch merkt der Dude, oh, sie würde nicht alles für mich stehen und liegen lassen. That's interesting. Dann ist er dazu gezwungen, sich richtig Zeit zu nehmen, wenn er dich unbedingt sehen will. Selbst wenn ihr nie irgendwas zu tun habt, tut einfach so, als ob ihr immer sehr beschäftigt werdet, weil diese